Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Subvoting. Und zwar werde ich heute keine Bücher ziehen, weil ich ja bei Lovely Books bei dieser Aktion mitgemacht habe, wo jemand anders 24 Bücher für mich rausgesucht hat, die ich dieses Jahr lesen soll. Und ich habe noch einige Bücher sozusagen über, nämlich 8 Stück. Und ich habe mir für dieses Jahr auch noch einige andere Bücher vorgenommen. Aus einem Grund, den ich euch jetzt noch nicht sagen möchte, aber ihr werdet das in naher Zukunft wahrscheinlich dann auch noch erfahren. Und da habe ich noch einiges vor mir. Und deshalb will ich jetzt nicht noch zusätzlich sozusagen aus der Sublosungsbox Bücher ziehen, weil wenn ich da jetzt wieder welche ziehe, dann fühle ich mich natürlich verpflichtet, dann die auch zu lesen oder zumindest eins davon. Aber meistens sind halt mehrere dabei, die mir dann gefallen, die ich lesen möchte. Und ich weiß nicht, ob ich das dann dieses Jahr alles noch so hinkriege, weil wie gesagt, ich habe jetzt noch 8 Bücher von dieser Aktion bei Lovely Books und dann habe ich 12 Bücher, die ich auch so noch lesen möchte auf jeden Fall. Und ja, das sind schon 20 Bücher und es sind ja jetzt nur noch November und Dezember, ne? Und weiß ich nicht, ob ich 20 Bücher oder mehr jetzt halt noch schaffen würde. Deshalb will ich mich jetzt erstmal sozusagen auf diese Bücher konzentrieren und ich zeige euch die 8 Bücher jetzt von dieser Aktion und es geht dann im Prinzip eigentlich darum, ich werde die auf jeden Fall alle dieses Jahr noch lesen und wenn ich es nicht schaffen sollte, die dieses Jahr zu lesen, dann werde ich sie auf jeden Fall im Januar nächsten Jahres lesen. Aber ich will sie eigentlich schaffen dieses Jahr. Und es geht eigentlich nur darum, von welchem Buch ihr dann eine Rezension sehen wollt. Deshalb zeige ich euch die jetzt. Okay, fangen wir an mit dem ersten Buch. Das ist das Elfenportal von Herbie Brennan. Ich hatte euch die ganzen Bücher ja schon mal gezeigt, im Prinzip Anfang des Jahres, aber es sind ja jetzt schon 10 Monate her. Deshalb lese ich euch die Klappentexte jetzt einfach trotzdem nochmal vor, damit ihr ganz kurz wisst, worum es da so geht. Und dieses Buch hatte ich mal bei Zeilen zum Tee gesehen, die war sehr begeistert davon. Deshalb hatte ich mir das damals gekauft und das wurde halt als erstes auch mit ausgewählt. Und das ist noch auf der Liste halt drauf zum Lesen. Ich lese euch einfach mal hier den Text vor, der sozusagen im Buch drin steht, weil der Klappentext nicht wirklich aussagekräftig ist, wie ich finde. Seit langer Zeit schon herrscht der Purpurkaiser über das Elfenreich. Doch den Elfen der Nacht ist jedes Mittel recht, seine Macht zu brechen. Sie schließen einen unheilvollen Pakt mit den Dämonen der Finsternis. Auch Kronprinz Pyrgus Malve, der Sohn des Purpurkaisers, ist nun in Gefahr. Von den dunklen Mächten verfolgt, muss er rasch und möglichst unauffindbar verschwinden. Seine Flucht soll ihn durch das geheime Elfenportal in die Gegenwelt führen. Doch durch einen Fehler im Portal landet er beim Auftritt auf Schmetterlingsgröße verkleinert im Garten des skurrilen alten Mr. Fogarty, wo dessen junger Freund Henry dem Elfenprinz zum ersten Mal das Leben rettet. Hat Pyrgus in Henry einen Verbündeten gefunden? Können sie gemeinsam die Mächte des Bösen bekämpfen? Klingt auf jeden Fall gut. Ich mag sowieso Elfen, wobei es ja eigentlich hier so scheint, dass die Elfen da eigentlich die Bösen sind. Aber irgendwie ist es ja häufiger so, ne? Das nächste Buch ist ein richtiger Klopper. Also da habe ich mir auf jeden Fall noch einiges vorgenommen, wenn ich das lesen möchte dieses Jahr. Das hat nämlich so um die 850 Seiten. Das ist natürlich, ja, eine Herausforderung, sagen wir mal, ne? Das ist von Patrick Rothfuss, Der Name des Windes. So sieht das Ganze aus. So fett ist das. Sieht nicht dick aus, ist es, aber es ist auch voll schwer. Wenn einem das nachts auf die Nase fällt, dann kann das wehtun. Das klingt auf jeden Fall auch sehr interessant. Mein Freund hat das schon gelesen und der war sehr, sehr begeistert. Der liest nicht so viel, also will das nun schon was heißen, wenn er das gut fand und sich durch dieses fette Buch gequält hat. Vielleicht habt ihr von mir gehört, von Quote, dem für die Magie begabten Sohn fahrender Spielleute. Das Lager seiner Truppe findet er verwüstet, die Mutter und den Vater tot. Sie haben einfach die falschen Lieder gesungen. Wer aber sind die Chandrian, die weißglänzenden, schleichenden Mörder seiner Familie? Um ihnen auf die Spur zu kommen, riskiert Quote alles. In der Hafenstadt Tarbean schlägt er sich als Betteljunge durch, bis er als jüngster Schüler auf das Arcanum, die Universität für hohe Magie, aufgenommen wird. Vom Namenszauber, der ihn als Kind fast das Leben gekostet hätte, erhofft sich Quote die Macht, das Geheimnis der gefährlichen Dämonen aufzudecken. Ja, finde ich, klingt gut. Wie gesagt, mein Freund war begeistert und ja, möchte es auf jeden Fall noch dieses Jahr lesen. Bin mal gespannt. Nächstes Buch ist von Audrey Niffenegger, Die Frau des Zeitreisenden. Das hatte ich irgendwann mal angelesen, bin nicht so sehr weit gekommen, wie ihr seht.
ja, war dann wohl nicht irgendwie die richtige Zeit oder so. Also es ist auch schon länger her, bestimmt so ein paar Jahre. Und ja, vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen oder ich hoffe es, denn ich habe hier nur noch 2 Monate Zeit, mich dafür in Stimmung zu bringen. Aber es gibt dazu ja auch den Film, den habe ich auch extra noch nicht geguckt, eben damit ich noch Lust habe, das Ganze zu lesen. Claire ist Kunststudentin und eine Botticelli-Schönheit. Henry ein verwegener und lebenshungriger Bibliothekar. Claire fällt aus allen Himmeln jedes Mal aufs Neue, wenn Henry vor ihr steht. Denn Henry ist ein Zeitreisender. Ohne jede Ankündigung verstellt sich seine innere Uhr. Plötzlich und unerwartet stürzt er los. Nie ist sicher, aus welcher Zeit er kommt und in welcher Zeit er bei Claire landet. Aber immer ist sicher, dass er wieder bei ihr landet. Als sie sich das erste Mal begegnen, ist Claire 6 und Henry 36. Aber in Wahrheit ist Henry nur 8 Jahre älter als sie und schon lange mit ihr verheiratet. Absurdes wird zur Normalität. Seine Zeitreisen sind das brennende Geheimnis, das Henry und Claire mit jeder Trennung noch inniger vereint. Ja, ich finde echt eigentlich jetzt so, wo ich es lese, es klingt richtig toll. Das nächste Buch ist ein, glaube ich, ebenso fetter Klopper wie jetzt eben gerade hier Der Name des Windes. Es hat nämlich auch um die 800 Seiten und das ist echt gemein, ne, dass ich noch 2 so dicke Bücher echt vor mir habe. Ich meine, natürlich sind die bestimmt ganz toll, weil auch dieses Buch hat mir vorhin schon gelesen. Fand er auch richtig gut, war echt begeistert davon und ja, ich will es halt lesen, aber das ist ja, im Prinzip sind da schon 2 normale Bücher oder vielleicht sogar 3 normale Bücher, weil es echt richtig mega fett ist. Ich bin mal gespannt, ob das noch drin ist dieses Jahr, aber ich denke mal schon, weil ich finde das jetzt auch so dieses mittelalterlich und auf Mittelalter gemachte, trotzdem irgendwie Fantasy jetzt auch in die Jahreszeit passt. Und deshalb bin ich halt auch gespannt auf dieses Buch und das ist von Peter V. Brett, das Lied der Dunkelheit. Ist auch irgendwie wieder der Auftakt von einer Trilogie oder so, ebenso wie hier Der Name des Windes. Klingt auch, wie ich finde, richtig, richtig gut. Ja. Weit ist die Welt und dunkel und in der Dunkelheit lauert die Gefahr. Das muss der junge Arlen auf bittere Weise selbst erfahren. Schon seit Jahrhunderten haben Dämonen, die sich des Nachts aus den Schatten erheben, die Menschheit zurückgedrängt. Und das einzige Mittel, mit dem die Menschen ihre Angriffe noch abwehren können, sind die magischen Siegel. Als Arlens Mutter bei einem Dämonenangriff ums Leben kommt und sein Vater nur tatenlos zusieht, flieht der Junge aus seinem Heimatdorf, auf der Suche nach Menschen, die den Mut noch nicht aufgegeben, das Geheimnis um die alten Bandzeichen noch nicht vergessen haben. Das einzige Problem an diesem Buch ist im Prinzip, dass mein Freund mir schon einiges davon erzählt hat, als er das gelesen hat. Ich weiß nicht, wie es ausgeht oder so, Gott sei Dank, weil dann hätte ich echt keinen Bock, das jetzt noch zu lesen, aber ein bisschen weiß ich schon, aber das klang auf jeden Fall interessant, was er mir da erzählt hat und deshalb ist es eigentlich kein Problem, denn es macht eigentlich nur noch mehr Lust drauf, das zu lesen. So, der nächste Teil ist auch wieder ein Auftakt zu einer Trilogie oder Reihe, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, das ist Gott sei Dank nicht so dick, aber auch nicht wirklich dünn, weil das hat auch schon wieder über 500 Seiten. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, auch das hat mein Freund gelesen, auch das fand der gut. Und ja, war auch sehr begeistert. Der hat auch nicht nur dieses, sondern auch noch weitere Teile der Reihe gelesen. Ich habe nämlich noch 2 weitere davon jetzt hier im Regal stehen. Ja, noch 2 weitere, genau. Und deshalb freue ich mich auch auf jeden Fall, denn wenn es einem jetzt gut gefallen würde, könnte man dann auch in naher Zukunft sozusagen die anderen lesen. Ja, so ist das. Also, es handelt sich um die Rebellin von Trudy Canavan. So sieht's aus. Sonea lebt auf den Straßen der Stadt Irmadin. Als sie eines Tages aus Zorn über die herrschende Magiergilde einen als unverwundbar geltenden Zauberer verletzt, werden die Meister der magischen Künste auf sie aufmerksam. Sie versuchen alles, das Mädchen von der Straße zu finden, bevor ihre unkontrollierten magischen Talente zur Gefahr werden für die Gilde, die Stadt und für Sonea selbst. So, nicht wundern, dass ich jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf das Ganze mache, weil mir zeigt da an, der Akku ist fast leer, noch 2 Minuten. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe, aber ich versuche nochmal eben. Der nächste Teil ist auch Auftakt einer Reihe. 4 Stück beinhaltet das. Und das ist einmal hier von Pierre Grimbert, die Magier, Krieger der Dämmerung. Das ist der erste Teil logischerweise. Und die Insel Yi verbirgt in den Tiefen eines Felslabyrinths ein Portal. Nur 6 Nachkommen des Gesandten. Der Gesandten, die vor Jahrhunderten schon einmal hier standen, haben überlebt und konnten einen Blick in eine scheinbar paradiesische Welt werfen. Doch nun ist das Leben der 6 in Gefahr. Sie müssen fliehen. Angeführt von einer Magierin begeben sie sich auf eine Reise, um Antworten zu erhalten. Unterwegs offenbart sich einer der Gefährten als erstaunlich begabter Magiernovize.
und ein junges Mädchen wird zur Kriegerin. Werden sie dem Geheimnis von Yi auf die Spur kommen und den mysteriösen Auftraggeber ihrer Verfolger entlarven? Das ist der erste Teil. Den zweiten Teil muss ich auch noch lesen. Das ist Die Magier, Gefährten des Lichts. Den dritten und vierten Teil habe ich auch im Regal. Der ist aber nicht für diese Aktion sozusagen jetzt wichtig. Und letztes Buch ist dritter Teil der Chroniken der Unterwelt, City of Glass von Cassandra Clare. Werde ich nichts zu sagen. Ich will euch nicht spoilern oder so. Deshalb, das steht auch noch zur Auswahl. Das waren die 8 Bücher, die ich dieses Jahr auf jeden Fall noch lesen möchte. Von welchen von diesen Büchern möchtet ihr eine Rezension haben? Votet bitte in den Kommentaren. Ich würde mich über jeden Kommentar freuen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, dass ich keine Zettel gezogen habe, aber die Bücher muss ich auf jeden Fall noch lesen. Und deshalb habe ich das jetzt so gemacht. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss!